Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Factorio Multiplayer mit dem Raven. Hallo. Hallo. Und der Kampfratte. Hallo. Hallo. So, Freunde, ich sehe, hier liegt ein Stahl auf dem Band. Ach, das könnte noch von meinem Unfall mit der Nee, das war doch Eisen, das war nicht Stahl. Ja, aber wenn das in ja, die Fabrik diese... reingekommen ist, die. Okay. Ja. Dein Unfall, ja, dein Unfall. Ja. Manche nennen es Fail. Manche nennen es Unfall. Wieder andere sagen gar nichts dazu und versuchen es zu verheimlichen. Ich hab schon Raven, guck mal, hier ist was. Genau, hier ist Kohle. Oh, guck mal, Raven, da hinten ist was. Ach, das ist Stein. Schade. Das ist Stein. So, Freunde, kurz vorweg, es gab rege Diskussionen über die Menge dieser roten Schaltkreisfabriken und nach mehrmaligem Nachrechnen zusammen mit Raven und mit Wesley sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir ja viel zu viele haben, weil wir brauchen, wenn man es nachrechnet, brauchen wir 115 Stück und wir haben 180. Das heißt, wir reißen einen so einen Montageblock wieder weg. Ich würde den linken nehmen. Ich wollte es gerade sagen, ich würde auch den linken nehmen. Ja, machen wir mal. Aber am besten nicht komplett mit dem Abrissplaner, sonst kommen irgendwelche anderen Rubis und bringen die Scheiße weg. Ach so, bist du. Ja, alles also, von Hand machen? Nicht ganz, aber nur immer so ein bisschen mit Rubis, weil sonst kommen die anderen Rubis und nehmen das mit weit weg. Haben wir es nicht. Bisschen doof. Ah, waren schon wieder zu viele. Spaß muss sein. Ja. Verrechnet, passiert, ne? Passiert. Kommt ja, der besten pariert, boah. Wo ist es? Oh, genau oh. So und in den besten Familien und bei Lumatan. Alles klar. Na, kommt schon. Danke, aufladen. Alle einsteigen. Ja, ihr habt da unten ganz viele Lademöglichkeiten. Ich habe extra drei Stück hingeklopft. Dann können wir hier auch ein bisschen umdisponieren. Genau, das hier können wir vereinfachen. Ich hoffe mal, wir kommen dann trotzdem noch zurecht hier. Warte, wer hatte das gesagt? Ich glaube, der Wesley hat das auch gesagt. Ein blaues Fließband nimmt 40 Materialien pro Sekunde auf. Oder kann die verarbeiten. Das heißt, auf einem blauen Fließband können quasi 40 Einheiten pro Sekunde runterdroppen. Wenn wir jetzt mal überlegen hier. Also auf einem Doppelband. Das heißt, ein halbes wäre 20. Wir bräuchten hier unten. Ach, jetzt fange ich wieder an zu reden. Ich lasse es kommen. Wir gucken hinterher, wenn das läuft, und dann tun wir optimieren, würde ich sagen. Ja, ansonsten müssen wir halt einen Bypass legen. Ja, genau. So, wir hatten die Grünen hier fertig gebaut als Anschluss für die Roten. Weil das natürlich jetzt auch blöd ist, weil wir haben die genau von der anderen Seite gespeist. Wir hier Doppelband herlegen. Hä? Hä? Bitte? Bitte? Ja, wir müssen die oberen auch noch versorgen. Ja, die machen wir aber von der rechten Seite. Weil wir brauchen ja zwei Schaltkreise, zwei Kunststoffstangen und vier Kupferkabel. Das heißt, ein Band wird ein Mischband aus Schaltkreise und Kunststoff und das andere wird ein komplettes Kupferkabelband. So abkacken, glaub mir. So abkacken. So abkacken. Ich will einfach so abkacken. Aber ich wir werden jetzt, es versuchen. Warte mal, das hier wird zusammengeführt. Achso, wir haben dann beide da oben. Ich glaube, wir haben es deswegen gemacht, weil wir die Blaupause von irgendwo anders gezogen hatten und wir haben im Kupfer vier Bänder von links reinkommen.
Was macht er denn? Ja. Ich versuche zu verstehen. Ja, das sieht mir sehr stark danach aus. So, wir haben jetzt hier eine halben grünen und hier unten machen wir dasselbe Spielchen. So. Müssen wir das gleiche machen. Wurde mein Werkzeuggürtel wieder durcheinander gewürfelt? Nee. Was hast du gesagt, Raven? Ich hab die Knickarme gar nicht abgerissen von denen. Warte mal, die ich einsparen wollte, dran, oder? Ja, an den äußeren Innen. Damit du von außen in Kunststoff. Okay. Unterirdisch mache ich. Okay. So, hier brauchen wir also Kupfer und Eisen. Wir hatten jetzt hier schon einen Haufen Maschinen gebastelt, ne? Müssen auch noch alle verbunden werden. Das waren jetzt 8 Stück, 8 mal Kupfer, ne? Genau, immer 2. Also ein Doppelband. Zusammen macht ein. Heißt, wir gehen los. Da ist überall noch so eine. So, das heißt, hier wäre das erste Band. Das kannst du ja schon mal anschließen. Ja, mache ich. Ja, es wird verdammt groß. Ich habe schon gehört, ihr seid bekloppt, was ihr da vorhabt. Aber nein. Glaubt mir. Wird funktionieren. Vielleicht. Ja, ich sag mal so, jeder, der hier in seiner Freizeit arbeitet, ist bekloppt. Das ist ja eigentlich Arbeit, was wir hier machen. Ja, hier Fabriken aufbauen und so, ist ja eigentlich Arbeiten. Ja, ist. War auch ein bisschen Spaß. Ja, klar, aber. Sag's ja nur. Ach, Männer. Ja, irgendwie leckt das ein bisschen. So, Kupfer wäre bereit. Wir brauchen quasi jetzt nur noch Kupfer. Herz. Das hatten wir ja schon hier drüben, ne? Ja, das haben wir schon alles am Start. Das heißt, wir haben jetzt hier 4 Bänder. Wir schließen das jetzt auch so an, dass quasi alle laufen. Das heißt, das hier kommt. Oh. Was habe ich hier kaputt gemacht? Wieder was kaputt gemacht. Was machst du? Ach so, da habe ich einen Verbindungsspor gekappt. Ja, der Raven hatte übrigens vor, noch mehr Energie zu bauen, weil irgendwann unsere Maschinen hier mal anlaufen und dann könnte die Energie ein bisschen knapp werden. Ja, geringfügig. Nur ganz. Ja, ich will die Wahrheit. Hast du hier schon angeschlossen? Ja, den ersten habe ich angeschlossen. Nur den ersten, oder? Ja. Ja, sollen wir die anderen auch machen, oder? Ja, klar. Ja. Ich dachte, wir bauen erstmal alles und schauen dann mal, ja, wie es läuft. Die Öfen können wir ja schon mal anlaufen lassen. Dann machen wir quasi weiter. Okay, cool, das ist wieder repariert. Wer hat was repariert? Raven meint, er hätte alles wieder repariert. Also wenn du auf der Karte irgendwas findest, was kaputt ist. Raven war. Das ist zu hart. Warum? Ja. Nee. Nice. Kommt überall Kupfer, sehr schön. So muss das laufen.
Yep. Ich habe schon überlegt, ob wir hier fette Pufferspeicher reinmachen, damit wir während der Bauphase jetzt schon mal einen riesen Puffer an Kupfer ansammeln. Du meinst hier das Viererband, das wir hier haben, dass wir das jetzt hier mit Knickis und Kisten einfach nur machen? Und mit Milliardenkisten. Aber das können wir uns eigentlich schenken, weil Puffer abkackt, kackt's ab, egal ob Puffer da ist oder nicht. Ja. Und sehen musst du wenigstens gleich, ob es abschmiert oder nicht. So, aber es läuft auf jeden Fall schon mal. Ja, gucken wir mal, was das Quellband macht, aber das läuft so langsam noch ganz einregeln gut. Hier. Ja, das hat aber Aussetzer hier. Ja. Ja, hier sieht man das immer wieder mal doch ja, das eins sieht fehlt. Aber nach Stockfehlern aus. Na ja, gut, die laufen jetzt eh erstmal voll, weil keine Abnahme haben. Das denke ich mal, es müsste natürlich stromtechnisch auch einiges dazugekommen sein, oder? Geht aber. 57 Megawatt verbrauchen 856 Maschinen, mehr nicht. Weil hast du so viele Module verteilt, Raven? Ja. Du kranker Typ, ey. So, wir müssen hier auch noch Eisen an den Start bringen. Ich glaube, als ihr angefangen habt zu bauen, habe ich mit den Modulen angefangen. Und da waren wir irgendwie bei über 180. Also als wir angefangen haben, hast du erstmal Byrox Chaos beseitigen müssen. Ich meine, als ihr mit der jetzigen Maschinerie, die ihr da baut, so angefangen habt, den Raketenmodul teilen. Wo kriegen wir jetzt eigentlich so viel Eisen her? Weil wir werden müssen wahrscheinlich einen neuen Außenposten bauen. Der da nicht schon. Ich habe da irgendwelche Eisenschmelzen mit Energiemodulen ausgerüstet. Habt ihr die vielleicht auch schon ein bisschen gebaut? Ja, für oben überall, aber für hier unten noch nicht. Das war ja das Eisen, was hier oben gemacht wird. Das ist ja alles quasi für diese Maschine, da du dran stehst. Aber wir haben ja dasselbe wie hier nochmal da unten stehen. Ist alle. Diese großen Fabriken, das ist aber ungünstig. Bei den Schmelzen, da klickt man einmal drauf, dann sind die zwei Module drin, aber vier Module lohnt sich nicht da reinzuschmeißen von den Energiesparmodulen. Ja, das ist aber ein bisschen ungünstig. Das heißt, wir müssen jetzt hier den, warte mal, Bahnhof? Doch, Bahnhof hier rechts hatten wir extra nochmal eingebaut. Ja, wir können uns das theoretisch von hier holen, das Ei. Hier ankarren lassen. Schon. Aber wir müssten einen Außenposten bauen. Hier kommt eigentlich noch gar nichts an, nee, oder? Hier kommt doch nichts. Der Bahnhof, der wurde gebaut und ist nicht in Betrieb. Das ist quasi der BER von Factorio. Genau, wollte gerade sagen hier. Der Luma BER. Genau. Ich glaube, die Stationen nennen wir hier auch alle BER. So, das hier ist Eisen-BER. Wieso haben wir hier eigentlich ein Fließband runterlaufen? Weil wir das schon mal angeschlossen hatten oder zumindest in die Richtung geführt hatten, wo quasi hier das Eisen mit dran geht, falls wir da mal Eisen ankarren. Okay. Das also, heißt, hier gleich mal ein Doppelband draus machen? Wir haben schon vorbereitet, so ist es nicht. Mhm. Aber ja. Nicht wirklich fertig gemacht und so. Nee, der Plan war da, die Umsetzung... haben wir vom BER was anderes erwartet. Aber bist du wenigstens mit der Ausladung zufrieden, ja? Ausladung von was? Hier von den Zügen. Ja. Habe ich die nicht gebaut? Ah, du hast auch die erste gebaut, aber warst nicht mit dem zufrieden. So. Oder den Spieltab drauf. So. Ja. Das heißt, wir bauen Außenposten Eisen, richtig? Ja, Eis generell. Wo? Du weißt wo? Ne, die Frage ist wo. So. Unter unserem Raketenstation 1 links darunter wäre ein relativ großes Eisen. Ja, bis wir da mit dem Zug rankommen, dann können wir es auch gleich wieder wie das Kupfer direkt hinschicken.
Ja, was heißt da mit dem Zug? Wir haben ja unten in der Base haben wir ja Zugleitungen liegen. Das heißt, wir müssen ja nur weiterziehen. Oder so. Aber wir können es auch wie beim Kupfer machen, weil wir müssen ja sowieso da links produzieren, irgendwo, wo du da gleich bist. Also sonst müssten wir das hier oben ankarren und dann erst mit Fließbändern wieder da runterlegen. Dann können wir es auch direkt mit Fließbändern in die Base bringen. Ich nehme mal Mauern mit. Sind doch bestimmt irgendwo Mauern. Boah, hier sind auch bestimmt Aliens. Da sind mit Sicherheit Aliens. Ich nehme mal viele Mauern mit, ich bräuchte viele. Du brauchst viele Mauern. Wo haben wir denn? Eisenerz. Müssen wir jetzt auch erst dieses, wieder wo ich bin, killen, oder wie? Ne? Wo du bist? Nee. Ja, genau das, genau. Genau das. Mal hier die Armee rufen. Armee der Finsternis. Armee der Zerstörerkapsel. Ah, okay, das ist gut. Ja, hier geht man nicht ganz so schnell drauf wie bei Michnet, als wir da unseren Gastauftritt hatten. Ja, wir haben ja auch hier Power Armor. Ne, lieber Gnichnet. Habt ihr euch da eigentlich auch wieder eine Power Armor gebaut? Ne, ja, der Wrestler ist schon fast fertig. Ja, die sind dran. Ne? So, also schön für einen Gast auch Material für vier Rüstung verbraucht. Welches Material? Ja, für vier. Dingsrüstung. Er hatte ja noch keine Prozessoren, wir konnten ja noch gar keine Rüstung bauen. Nicht schlecht. Der Wesley hat ja weitergespielt mit dem Gnichnet quasi. Die sind ja, machen wir jetzt da aus dem Singleplayer Multiplayer gemacht. Ein Multiplayer, genau. Ein Multiplayer. So, ich denke, das reicht dann eh. Siehst du schon Mauern? Nö. Er baut schon Förderer. Keine Mauer da, nix. Aber Förderer stehen, das ist sehr gut. Man. So will ich das sehen. Ja, dass wir nachher wissen, wie groß es sein muss. Ist doch klar, da wo Eisen ist, ist unsere Base. Na. Oh, das sieht ein bisschen scheiße aus. Oh, hey. Oh. 50 Stück weg. 50 was weg? Förderer. Ich habe auch 150 dabei. Warte, ich mach dir die eine Kiste. Kannst du. Hast du Mauern dabei? Kannst du mir die geben? Dann mach ich Mauern und du kannst hier Förderern. Achso. Ja. Sag nicht, das war's. Das war's. Ah, hat gereicht. Guck da an. Ja, siehst du? Ja, wie geplant. Nicht verzagen, Benny fragen. Nee, der muss weg. Was noch Lasertürme? 50. Ah, nehme ich. Nehme ich. Nee, sogar halt doch da. In
In Gedenken an Genichtet mache ich das hier extrem ordentlich gerade mit den Türmen. Wieso in Gedenken an Genichtet? Ja, der Genichtet baut auch immer so an. Alles schön akkurat in eine Reihe und so. Etwa dahin geklatscht. Sache, das Faulheit Ergebnis zählt. Faulheit obsiegt, gell? Genau. Ich nehme echt die blöden Strommasten. Ach nee, ich hab uns. Das Blinken wird langsam echt heftig für, falls unsere Zuschauer Epileptiker sind. Bitte. Genau. So. Falls unsere Zuschauer Epileptiker sind, als ob es alle sind. Ja, ich habe auch hinterher gedacht, da hast du dich ein bisschen komisch ausgedrückt, aber sagst mal nix. Scheiße, der Luma merkt's. Boah, das ist echt hart hier zu sehen, was abgeht. Was blinkt denn da bei euch? Der Strom. Wir haben aus dem Post fertig, aber keine Stromleitung hier. Ja, wenn jetzt Aliens kommen. Was? Aber mir blinkt es auch so schön. Dachte hier, er redet über mich. Und wieso blinkst du auch? Na, ich habe die. Statt mir die Mauern zu holen, habe ich dann überlegt, ich setze einfach. Dings. Geistermauer. Hangare. Hangare. So, hat's aufgehört? Ja. Da war hast du noch, Blitzebänder? Ich habe auch gerade den Außenposten angeschlossen. Da sind erstmal die ganzen Lasertürme aufgeladen. Flitzebänder habe ich jede Menge. Oh, hier blinkt noch ein bisschen was. Ach, sehr schön. Hier, warte, ich mach Kiste. Mach Flitzebänder. Ja, kannst du dir noch mal überlegen, wie wir die zusammenführen? Ich hole mir erstmal selber wieder Bänder. Ja, dann hätte ich nicht so viele genommen. Ja, wir brauchen noch jede Menge, um das rüberzulegen. Ja. Aber das Freunde, wir sind am Ende der Folge angekommen, ja? Was, schon? Ja, schon bei 23 Minuten. Ach du Scheibenkleister. Krass, ja. Rechts wird übrigens angegriffen, aber es ist aber alles. Ja. Okay, Freunde, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit dieser Runde. In der nächsten Runde, schließen wir das ganze Bauwerk hier mal an und gucken mal, dass wir Eisen an den Start kriegen hier. Eisenplatten, eher gesagt. Ja. Hat einer das letzte Wort? Ne, ich glaube nicht. Heute mal nicht. Heute mal nicht. Übermorgen wieder. Übermorgen wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ja. Tschüss.